Aber da sind wir wieder, spiel mir. Und Schuss! Boah, da ist er direkt. Und damit herzlich willkommen zurück. Zweites Spiel, letztes Spiel aber am heutigen Abend in der heutigen Aufnahmesession. Es ist schon spät geworden. Und was heißt es, dass es spät geworden ist? Genau, das heißt, wir wollen da weitermachen, wo wir eben aufgehört haben. Und das am besten schon gegen Zürich. Unsere letzte Partie war richtig gut. Und da würden wir gern wieder halbwegs dran anknüpfen. Wir haben da ein paar Spieler frisch gemacht, waren richtig spritzig, gefährlich. Und ja, haben zu Recht unser erstes Saisontor endlich geschafft. Und ja, mal gucken, ob wir gegen Zürich dran anknüpfen können. Aufstellung brauchen wir ja nicht zu sehen. Ist ja im Be-A-Bro-Modus egal. Passspiel haben wir die nächste Auszeichnung bekommen. Das ist halt so, wenn man viele Pässe fordert. Note 8,6 auf einmal von 6,0. Schöner Ball. Spiel mir wieder zurück. Oh, schade. Von 8,6 springt er auf 6,1. Ist ja überhaupt nicht sprunghaft. Ach! Falsche Entscheidung. Aber da sind wir wieder. Spiel mir. Und Schuss! Boah, da ist er direkt wieder. Er will wieder Türchen machen, der Hanke. Du. Der Heel fuckt die eigentlich. Hanke ist ja verkehrt. Da war ja ein schnarchpenniger Fehler von mir. Und schnarchpenniger Fehler auch in unserer Abwehr. Was für ein Fehler. Jamity ist durch. Favre löst das Ganze aber Gott sei Dank. Nimmt mich ruhig hier an der Außenlinie mit. Ich bin schnell, ich habe das Tempo und ich kann viele Bälle verlieren. Shikariu, einer meiner Lieblingsspieler mal gewesen. Und vorne halt, also die haben schon eine richtig gute Mannschaft eigentlich, Zürich. Der hier und vorne dann Jamity, der Ex-Hertaner. Gavranovic, also die haben eine richtig, richtig krasse Offensivabteilung. Jawohl, schick mich. Wunderbar. Hier, fuck, im Superpass. Und da ist jetzt alles offen. Da ist alles offen. Da ist Holland offen. Bring die Flanke. Oh, du sollst die Flanke bringen. Kann der andere die Flanke bringen? Bring mal die Flanke. Ah, oh, Mist. Schuss. Oh. Schieß! Jawohl, richtig. Ha, den hat der Torwart gut gefischt da. Aber Ecken kann ich natürlich überhaupt nicht. Schön. Ah. Ich verstehe nicht, warum meine Benotung heute so schlecht ist. Was mache ich denn heute anders als in der Partie davor? I don't get it. Ach. Ich habe doch heute auch Chancen. Ey! Drecksack. Steh auf! Oh. Brauchte der 10 Jahre, um aufzustehen. Warum ist meine Note heute so schlecht? Schöner Ball von uns! Setz dich durch! Schieß, schieß! Yes! Yes! Sauber. Wo rennt der Hanke denn hin? Schöne Vorlage hier. Da haben sie es erst fast geklärt und dann da ist er wieder dran geblieben. Müsste eigentlich die Torvorlage für uns schon sein, oder? Jawohl, Starkeule. Stellt der Trainer auf defensiv, das heißt, wir haben vorne noch weniger. Schön gespielt, jetzt komm. Ah. Ah, Mist. Schmento. Schön von Nixi. Nimm ich mit. Jawohl, Keule. You got it. Kein Ballverlust, bitte.
Was macht der da? Ach, Sanogo, du sollst mich hoch anspielen. Der Sanogo, der pendelt immer zwischen Genie und Wahnsinn, du. Das ist unfassbar. Schön, den hat er, den hat er, den hat er. Kann er mich in Szene bringen? Ah, dann spielt er mir in den Rücken. Mann, Sanogo, echt. Ich glaube, der mag mich nicht. Der spielt mir keinen Ball vernünftig. Weg damit. Torwart. Kann da eigentlich auch mal hin. Huch. Stehen wir ja ganz weit weg. Nein, FIFA, das ist nicht meine Aufgabe, da hinzugehen. Willst du mich flachsen? Also was FIFA manchmal von mir will, wo ich die Bälle abholen soll, das ist geil. Kopfballduell gewonnen, aber der Typ bleibt stehen. Wunderbar. Ich glaube, die Mannschaft spielt gerade irgendwie so ein bisschen gegen mich, habe ich das Gefühl. Mann, da kommt nichts mehr an. Was soll ich hier machen wieder? Ich bin wieder auf verlorenem Posten. Klar ist der Gegner heute besser, aber die müssen doch mal einen Ball zu mir bringen. Hier, danke. Und wenn ich dann mal einen Ball habe, sind direkt zwei Gegenspieler da. Mann, ist das heute miese Brise, ey. Ah. Mann, dann spiel doch den Ball. Ich hab gespielt. Oh, ist das heute eine Murkspartie, ey. Meine Güte. Note ist fürchterlich. Wenigstens haben wir diese Woche mehr Ausdauer. Dafür konnte man nicht so tolle Aktionen zeigen wie letzte Woche. Aber egal, können wir uns mal hier reinbeißen. Dranbleiben, Junge. Boah, jetzt ist man wieder weg. Lass den nicht flanken, lass den doch nicht flanken. Man weiß doch, dass die irgendwo gefährlich sind. Schöner Ball, schöner Ball, schöner Ball. Hanke alleine vorm Tor. Torwart ist da. Da Costa kriegt auch den zweiten Ball. Oh, die Riesenchance für uns. Und wir machen die nicht. Da bin ich halt noch nicht ice cold genug. Gebe ich auch offen zu. Da flattern mir immer die Nervchen. Ah, da hätte ich ihn fast wieder gehabt. Spiel mich an. Ach Mist, ich laufe genau in den rein. Schlecht. Ich bleib aber dran, hol mir den Ball wieder. Aber beim zweiten Mal nicht. Schade. Naja, wenigstens nicht aufgegeben, dran geblieben. Mach sogar hier nochmal mit zu. Aber unser Mitspieler kriegt das gar nicht gescheißert. Dann helfen wir dem halt nochmal. Zack, faire Grätsche. Ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, da hinten so rumzuwuseln. Aber scheinbar erkennt das keiner. Och, wo passt du denn hin, Keule? Komm, mach doch mal von der Seite Druck. Ist es denn nur wahr? Oh, spielt doch hier runter. Da oben ist tot. Jetzt spielen sie wieder runter, wenn ich da weg bin, ne? Ah, ich musste schnell weiterleiten. Weil hinter mir waren 100 mit Gegenspieler wieder. Das haben wir gut gemacht. Oh, der war zu früh. Sprints verschwendet wegen den scheiß Defensivarbeiten, weißt du? Und zum Dank kriegen wir nur eine schlechte Note. Das ist so geil. Ja, guck mal, die sprinten gar nicht. Da müssten die eigentlich so eine schlechte Bewertung haben. Verstehe ich nicht. Geht doch mal ran da. Guck mal, wo ich hier rumeier wegen euch. Ja, gebt mir ruhig die schlechte Note. Es ist mir scheißegal. So. Kriegen wir jetzt hier den Doppelpass hin? Nee, kriegen wir nicht, weil der nicht spielt, der Vollidiot. Mann, 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 ey, da laufe ich so gut. Ah.
mal, was ich hier für Wege mache, Alter. Ach. Mann. Spiel mich hoch an. Hoch und weiter über die Abwehr drüber. Da bin ich doch durch. Dürfen noch in der Partie bleiben. Noch, weil ich keine Ahnung habe, wie lange noch. Och, der war für mich, du Idiot. Mann, die arbeiten heute alle gegen mich. Unfassbar, ey. Und wenn du dann verlierst, dann stehst du da. Chancen nicht gemacht. Klar habe ich die eine nicht gemacht. Aber die arbeiten alle irgendwie gegen mich. Und ich renne mich heute viel zu oft fest. Weil wenn ich, das ist halt so, wenn man dann mal einen Ball hat, wenn die vorher nicht spielen, will man denen natürlich irgendwie was Gutes zeigen, um doch halbwegs eine Note zu kassieren. Boah. Wie soll ich den denn bitte erlaufen? Die verlangen immer Sachen von mir. Ich bin doch da. Haha, den haben wir schön aussteigen lassen und schießt doch. Boah, war das ein kläglicher Schuss. Egal, ist gleich Ende. 87. Minute, heute kein Tor, nur eine Riesenchance gehabt, aber die war dafür umso riesiger. Nimm mich hier oben mit. Och, du Idiot. Der verliert den Ball auch wieder. Guck mal, er zeigt mir immer, ich soll zur Mittellinie und dann den Spieler hier nehmen und den Spieler nehmen. Am besten, FIFA wäre noch nicht mal zufrieden, wenn ich alle Spieler deck. Ach. Ja, spielt nicht zu mir. Dann spielen die zu mir. Unfassbar. Jawohl, schön. Ah. Och, Mann. Ah. Kommst heute nicht zum Zuge. Schnell. Ah. Ah. Mann, enttäuschende Partie eigentlich. Aber egal, 3 Punkte für unsere Mannschaft. Muss man sich auch mal als Ego hinten dran stellen. Bin mal gespannt, ob die uns die Vorlage gegönnt haben oder nicht. Torvorlagen 0? Nein. Die haben uns die Torvorlage nicht gegönnt, obwohl ich finde, das war durchaus eine Torvorlage. Aber gut. Tja, kann man nicht ändern. Meine Torschussquote ist ein bisschen erbärmlich. Letzten Sekunden, Minuten der Transferperiode. Wir werden ja sicherlich nicht nochmal verliehen. Wir sind ja schon verliehen. Bim, 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 bim. Erstaunlich wenig Ausgaben bisher. 8,3. Ja, da ging nochmal einer für 8 Millionen weg. Jetzt hat die Kasse geklingelt. Da sind nochmal ein paar Transfers über die Bühne gegangen. Nochmal ein kleinerer Transfer. Ah, 10 Millionen. Eine Stunde haben wir noch. Wow, war 20 Millionen. Und damit ist es Ende. Letzte Frist für Transfers abgelaufen. Mein Pro. Und das nächste Spiel geht gegen Lausanne zu Hause. Das mache ich aber erst in der nächsten Aufnahmesession. Und ja, ich bedanke mich bei euch
fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr habt jetzt in der Partie gesehen, das war wieder richtig schlecht. Schreibt mir bitte Tipps hin, wie ich da besser agieren soll, wie meine Laufwege zu sein haben sollen und was ich machen kann, damit meine Mitspieler mich mal besser einsetzen und nicht ich immer die Bälle selber holen muss. Ansonsten danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Lasst ein Abo da, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Schreibt fleißig Tipps in die Kommentare. Bewertet das Video. Schaut auch mal in die anderen rein. Und habt einen schönen Abend. Ciao, ciao.